Leute, ich bin einfach schwach. Denn es sind schon wieder 10 Bücher bei mir eingezogen im März. Ihr seht also in diesem Video einen knappen, aber trotzdem XXL Neuzugänge-Monat von mir und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Neuzugänge für den März 2024. Ja, die Bücher, die im Laufe des letzten Monats bei mir so eingetrudelt sind, eingezogen sind. Und wenn ich darüber schaue, ist es wieder ein sehr hoher Stapel. Oh Mann, oh Mann. Ich tröste mich ein bisschen damit, dass ich ein Buch davon schon gelesen habe im Laufe des Märzmonats. Dazu später mehr. Aber die anderen sind noch ungelesen. Aber ich freue mich halt auch auf jedes der Bücher so sehr. Wie könnte es anders sein? Sonst wären sie ja nicht hier. Ja, es sind 10 Bücher. Es sind wieder 10 Bücher eingezogen. Das heißt, nochmal ein XXL Neuzugänge Monat, weil ab 10 Bücher zählen die bei mir ja schon als XXL, weil ich das schon sehr viel finde von der Menge, weil ja, ich schaff's pro Monat nicht, solche Bücher so viele wegzulesen und deswegen steigt mein Subrapide an. Ups, und dagegen muss ich was tun. Naja, aber es sind auch wirklich ganz tolle Bücher und es sind alle mit Farbschnitt bis auf ein einziges. Farbschnitte sind es halt, ne Leute. Also wie ist das bei euch? Für mich ist es halt schon so, natürlich will ich ein Buch lesen, weil der Klappentext mich überzeugt, egal wie schön es ist. Aber wenn mich der Klappentext überzeugt und es kommt mit Farbschnitt, dann denke ich halt, okay, ich muss schnell sein, sonst kriege ich es eventuell nicht mehr. Das ärgert mich dann doch so. Das ist so dieses Sammlerherz dann, ne? Ja, und es kommt momentan so viel mit Farbschnitt raus, dass man nicht weiß, ob man sich darüber freuen soll oder eher ärgern, weil bei denen, die nicht mitkommen, da kann man halt noch ein bisschen warten, wenn halt viel einzieht. Aber natürlich, alle Verlage verstehen genau, dass sich aufgrund dessen die Farbschnitte besser verkaufen und deswegen kommen die nächsten Monate, und es war auch im März so gut wie jedes Buch, ganz ehrlich, kommt mit Farbschnitt raus. Das ist wirklich ganz schlimm. Ja, ich zeige euch wie immer nacheinander chronologisch, wie die Bücher bei mir eingetrudelt sind im Laufe des Monats. Viele sind am gleichen Tag eingezogen. Ist immer the same, aber trotzdem versuche ich es möglichst so nach der richtigen Reihenfolge euch in die Kamera zu halten und drüber zu sprechen. Und ja, was kann ich noch zum März sagen? Ich wollte ja eigentlich, dass weniger New Adult einzieht, weil ich gesagt habe, ich muss Geld sparen, ich muss auf meinen Sub schauen. Ich möchte New Adult großteils nur noch jetzt als E-Books lesen, die nächsten Monate am E-Reader. Ich möchte wirklich die New Adult Bücher und so als E-Books lesen, aber die kommen eben auch mit tollen Covern und Farbschnitten und da werde ich halt bei manchen Büchern schwach und auch bei Lieblingsautoren. Ja, so ist es. Mal schauen, wie es dann im April läuft. Ich habe keine Hoffnung für mich. Ja, ich zeige euch die Bücher jetzt einfach, weil es sind 10 Bücher und es wird wieder länger dauern hier. Also ich hoffe, ihr habt Zeit und Bock mitgebracht. Und zwar ganz am Anfang des Märzmonats ist schon ein Buch erschienen im Löwe Verlag. Tatsächlich das einzige Fantasy-Buch, Jugendbuch, was bei Löwe erscheint die nächsten Monate, was mich persönlich sehr interessiert hat. Und ja, es musste einfach einziehen. Das ist wirklich auch ein Augenschmaus. Also wirklich ganz großes Kino. Soweit ich weiß, ist jetzt nämlich ein anderes Cover als das englische. Und ich muss echt sagen, das ist wirklich Bombe. Nämlich Kings and Thieves, die letzte der Sturmkrallen von Sophie Kim, wird eine Trilogie. Wie man auf den ersten Blick sieht, asiatisches High Fantasy. Ich sage euch erstmal, worum es geht, dann schauen wir uns das Buch genauer an. Ein König, eine Diebin, ein tödlicher Deal. Es geht um Lina, die eine Sturmkralle ist, eine Diebin und Assassine. Da wird ihre Gang von den Schwarzkranichen getötet und Lina muss für die Mörder arbeiten. Bis ihr nach einem Diebstahl Rui erscheint, der Herrscher der mächtigen Dokaibi. Zur Strafe für ihre Tat entführt er Lina in sein Reich. Dort bietet Rui ihr jedoch einen Deal an. Gelingt es ihr, ihn innerhalb von 14 Tagen zu töten, lässt er sie gehen. Das Problem, Dokaibi gelten als geradezu unsterblich und Lina kommt dem König näher als gedacht. Darunter steht er noch blutrünstig, süchtig machend und feurig romantisch. Ja, ist natürlich total, es gibt ja so Bücher, die haben in Klappentexten so Triggerthemen oder Triggerwörter für mich drin und dazu gehört auf jeden Fall, dass jemand bei wem anderen sich entweder einschleust oder da irgendwie hin muss und den töten muss innerhalb von einer gewissen Zeit. Ich liebe das, ich finde das super spannend, man kann das in so viele Richtungen dann spinnen, die Story, dass ich das interessant finde. Und hier hat sie 14 Tage Zeit, den zu töten, der ist aber quasi unsterblich und kommt ihn dann auch noch näher.
Ja, wie geht das Ganze dann aus? Die Frage ist auch, ist das mit diesen 14 Tagen in diesem Teil abgetan? Oder geht es dann in Teil 2 und 3 weiter? Oder geht es in Teil 2 und 3 dann um andere neue Themen? Das weiß ich natürlich noch nicht. Also auf jeden Fall super spannend. Und ja, dieses asiatische High-Fantasy, ich finde es geil. Ich finde es wirklich geil. Und sie kommt ja auch in dieses Reich, steht hier von dem Rui. Also ich bin mal gespannt, wie dieses Reich beschrieben wird, als höllenartig oder wie wird das aussehen. Also es wird wahrscheinlich eben so asiatische Märchen- und Sagengeschichten auch drinnen verwoben haben, könnte ich mir vorstellen. Hinten steht auch drin, das ist das Debüt der Autorin. Also ich bin sehr gespannt auf den Schreibstil auch. Ja, und das Aussehen des Buchs. Ich muss ja sagen, es war natürlich mit auch ein Sofortkaufkriterium, weil das ist für mich wirklich richtig toll. Die Farbkonstellation. Also, diese Details, allein schon, dass die Haare hier auch mit Rot und Blau vor ihrem Gesicht wehen und nicht nur schwarz, diese Krähen, dann hat sie dieses traditionell Priesterin-Klamotten da an und diese Farben im Hintergrund auch, dieser Rauch, also echt wunderschön, wunderschön. Ja, hinten auch toll und der Farbschnitt dazu eben auch in diesem in diesem Rauch und diesen tollen Farben. Also wirklich super schaut das aus. Wirklich ganz toll. Auch die Farbqualität am Farbschnitt ist ja auch nicht immer gleich gut. Ja, innen haben wir hier gleich eine Erklärung der Königreiche abgedruckt. Sehr interessant. Ist da noch irgendwas Spezielles drin? Ja, also an den Anfängen gibt es immer so Krähen da. Ich liebe das ja, wenn wir den Kapitel anfangen, was ist. Es ist in der Ich-Perspektive geschrieben. Yes! Freut mich. Aha, und hier hinten ist auch nochmal ganz viel so Erklärungen drin. Aha, über verschiedene Götter. Also Namen der Götter. Sehr cool. Bin sehr gespannt auf das Buch tatsächlich. Ich lese ja nicht so oft asiatisches Fantasy, weil es ist immer so 50-50. Entweder es wird richtig gut oder es trifft nicht meinen Geschmack. Und ich hoffe, das wird natürlich Ersteres sein, dass das ein richtig tolles Highlight-Buch wird. Und ja, eigentlich möchte ich es bald lesen. Sage ich ja immer, ne, bei jedem neuen Buch. Aber das ist, glaube ich, sowas, was jetzt in den Frühling passt. Und weil ich schon länger keine asiatische Fantasy mehr gelesen habe, warum denn nicht gleich zu einem neuen Buch greifen, ne? Also, ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Also, es klingt auch düster. Also, dieses Düstere hat mich auch gecatcht. Ja, und dass sie auch eine Diebin ist und so eine Assassine. Also, sie hat sicher was drauf. Ich hoffe, sie ist ein toughes, cooles Bad Girl im Idealfall. Und dass der Love Interest auch toll wird. Ja, und dieses Reich, dieser Dokkaebi. Also, ja, ich bin wirklich gehypt. Und ja, bei Löwe kommt meist nicht viel für meinen Geschmack. Aber so die einzelnen Sachen, die kommen, die sprechen mich dann mega an und das Buch gehört da dazu. Ja, dann musste ein Buch bei mir einziehen. Das ist ja wohl das schönst gestalteste Buch überhaupt, ja, im Lux Verlag. Und das Buch ist auf Englisch so gehypt. Ich hoffe, der Hype ist real, weil ich hatte da ja auch schon ein paar Enttäuschungen beim Lux Verlag im Fantasy-Bereich, überraschenderweise. Aber ich gebe nicht auf, weil ich liebe den Lux Verlag, ja. Und ich hoffe, sie haben sich da was ganz Tolles eingekauft. Nämlich ist eingezogen die Wine Rivals von Rebecca Ross. Ja, dieses wunderschöne Buch. Es ist wirklich, es ist ein Traum. Es ist ein Augenschmaus, ne? Ich sage euch zuerst, worum es hier geht. Ich finde, dass der Klappentext verwirrend ist. Also der verwirrt mich. Ich weiß nicht, was ich da zu erwarten habe. Ja, es geht hier darum, dass jahrhundertelang die Götter schliefen, die Götter von Cambria. Als sie plötzlich erwachen, beginnt dann ein erbarmungsloser Krieg zwischen ihnen, der das Leben der 18-jährigen Iris Winnow schlagartig verändert. Alles, was Iris will, ist, ihre Familie zusammenzuhalten. Das scheint aber unmöglich, seit ihr Bruder Forrest an der Front vermisst wird und ihre Mutter ihren Kummer in Alkohol ertränkt. Verzweifelt schreibt sie Briefe an Forrest, die jedoch in ihrem Kleiderschrank verschwinden. Ihre einzige Chance, ihre Mutter
um sich über Wasser zu halten, ist die Beförderung zur Kolumnistin bei der Old Gazette. Die Konkurrenz bei der Zeitung ist allerdings hart, denn auch der arrogante Roman Kidd hat es auf die begehrte Stelle abgesehen. Obwohl zwischen ihnen ein erbitterter Wettkampf entsteht, fühlt sich Iris auf unerklärliche Weise zu ihrem gut aussehenden Rivalen hingezogen, denn was sie nicht weiß, durch eine magische Verbindung ihrer Schreibmaschinen erhält Roman die Briefe, die eigentlich für ihren Bruder bestimmt waren. Während Roman ihr anonym zurückschreibt und mit seinen wunderschönen Worten Iris Herz tief berührt, rückt der Krieg unweigerlich näher und droht die beiden schon bald zu entzweien. Und ich habe es ja schon öfter gesagt, das klingt, ich weiß, es geht hier um Götterkrieg, also es ist natürlich Fantasy, aber es klingt und auch mit diesen Klamotten, die die beiden da anhaben, so nach so einer Nachkriegszeit in den 40ern Geschichte. Auch Schreibmaschinen und so, ne? Also bin ultra gespannt auf dieses Worldbuilding, was mir das gibt, ob das mein Vibe wird oder nicht. Ich muss es schnell lesen, weil der zweite Teil kommt im Mai oder Juni schon. Das heißt, eigentlich ist das Pflicht für April, spätestens Mai. Und ich bin auch sehr gehypt. Und alle haben gesagt, wenn man einen Fantasy-Book-Hangover hat, soll man das lesen, weil das Buch so gut ist. Also ich hoffe, es kriegt von mir den Stempel, der Hype is real. Ich bin gespannt. Und zum Äußeren dieses Buchs, ich glaube, wir sind uns alle einig, ja. Also, dass das wirklich Bombe ist. Bombe! Die haben das Cover übernommen, aber die haben die Farben ein bisschen geändert. Und ich finde es auf Deutsch schöner als auf Englisch. Muss ich wirklich so sagen. Ich finde das so toll. So schön. Also wirklich ganz toll. Und dann noch dazu dieser Buchschnitt. Mit den Briefen. Der geht rundherum. Es ist so schön, es ist so toll. Und dass uns Briefe schreiben geht, so perfekt gewählt. Bisschen schade, unten drunter ist es einfach nur lila, da ist nichts drauf. Das ist der einzige Wermutstropfen, weil bei so einem tollen Cover wäre halt richtig geil, wenn da drunter irgendwie noch so ein goldener Brief oder so drauf wäre. Dann steht da drinnen ein Zitat ist da drin. Ich bin dabei, ihn zu lieben, und zwar auf zwei verschiedene Arten. Von Angesicht zu Angesicht und von Wort zu Wort. Ach Gott, ist das schön, ne? Ja, dann haben wir hinten, ist da noch was? Ja, hinten haben wir dann auch noch so eine Illustration mit den Briefen. Richtig süß, ne? Und drinnen, das fand ich ja ganz toll, war ein Brief. Ich habe ihn natürlich schon aufgemacht. Und zwar ist da drinnen eine Charakterillustration, die ich sehr schön finde. Also gefällt mir richtig gut. Richtig süß, ne? Steht auch hinten was drauf. Und dann war da, das hole ich jetzt nicht alles raus, da war da noch so ein Brief der Autorin drin. Also so wirklich so eine ganze A4-Seite, so ein Brief ist da drin. Den habe ich aber noch gar nicht durchgelesen. Den werde ich mal wahrscheinlich erst nach dem Lesen durchlesen, glaube ich. Ich lasse den erstmal im Buch drin. Und das finde ich ein echt süßes Gimmick einfach vom Lux Verlag, da einen echten Brief reinzupacken mit der Karte und diesem Brief. Also finde ich echt cool, weil es halt so passt zu dem Klappentext und zu dem Cover auch und so. Ja, also wenn das Buch nur halb so schön wird wie die Gestaltung, dann bin ich schon zufrieden. Ich hoffe, es ist was für mich. Es ist wirklich ein Klappentext, wo ich überhaupt nicht weiß, in welche Richtung das gehen wird, wie High Fantasy das wird, was mit diesen Göttern und Götterkrieg auf sich hat. Ich hoffe, es geht in eine Richtung, die auch ich hypen und lieben kann. Also, das ist so ein Buch, ich bin mega gespannt, weil bei den meisten Klappentexten kann man sich so circa, natürlich hat das dann auch Twists und so, aber man kann sich circa vorstellen, in welche Richtung geht's. Aber bei dem Buch habe ich wirklich keinen Plan. Also ich bin mega, mega gespannt. Ja, sind mehr New Adult Bücher eingezogen, als ich geplant hatte, aber ja, wenn ich darüber schaue, bereue ich es auch nicht. Und zwar ist einmal eingezogen ein Start einer Dilogie, nämlich das neue Buch von Nicole Böhm, Running Up That Hill aus dem Reverie Verlag. Und das ist tatsächlich im gleichen Universum wie ihre One Last Reihe. Deswegen muss ich den dritten und letzten Teil der One Last Reihe jetzt bald lesen. Der ist auch auf meiner Leseliste, dass ich hier weiterlesen kann, weil hier kommen wohl Bezüge vor und deswegen will ich das nicht vorher lesen. Ich bin aber voll gehypt auf dieses Buch. Also One Last Band 3, ich muss es schnell lesen.
Ja, und hier geht es darum, Fake ist manchmal echter als echt. Es geht um Hayley Sharp. Sie ist als Star einer Kinderserie bekannt geworden, ist aber mittlerweile 25 und obwohl sie wirklich alles tut, um als ernsthafte Schauspielerin wahrgenommen zu werden, schafft sie es nicht, ihr altes Image abzustreifen. Dabei hilft auch ihre aktuelle Serie nicht, die in L.A. gedreht wird und eine treue Fangemeinde hat. Ihr neuer Serienpartner Wyatt Holt ist noch frisch im Haifischbecken Hollywoods, aber seine lockere Art macht ihn überall beliebt. Als das PR-Team darauf drängt, dass er und Hayley sich auch privat als Paar ausgeben sollen, um für Publicity zu sorgen, lassen sich beide darauf ein, doch können die echten Gefühle, die sich zwischen ihnen entwickeln, den Machenschaften der Filmindustrie standhalten. Und wenn das nicht ein Klappentext für mich ist, dann weiß ich auch nicht, weil es ist Fake-Dating und es geht um zwei Schauspieler und um Hollywood und die Filmindustrie, wahrscheinlich auch die dunklen Seiten und die Abgründe der Filmindustrie und von Hollywood und I love it. I love it, ja. Ich bin ein mittlerweile größerer Schauspieler-Fan als Band- und Musiker-Fan. Ich weiß nicht, warum und wie das passiert ist, aber die letzten Jahre hat es sich in die Richtung entwickelt. Und alles an der Filmbranche finde ich spannend. Wirklich alles. Und deswegen hoffe ich, dass hier viel vorkommt und natürlich viele Abgründe und richtig schlimme Dinge und dass natürlich auch die Romance toll wird zwischen den beiden und dieses Fake Dating, ja, dass die in der Öffentlichkeit bei irgendwelchen Veranstaltungen zusammen als Paar auftreten müssen und dass ihnen vielleicht Situationen unangenehm am Anfang sind und so. Ich hoffe, dass das ganz viel vorkommt. Ich bin richtig gehypt, aber wie gesagt, ich muss den ersten Teil von One Last noch lesen. Zum Aussehen des Buchs. Also, ich lieb's. Ich liebe das Cover, es ist so schön. Also ich finde es wirklich so toll. Rundum und dazu noch dieser Farbschnitt. Also, bin das nur ich oder finde ich das mega? Auch tolle Farben, also richtig kräftige Farben am Farbschnitt. So. Also richtig kräftig schöne Farben und eben auch diese wegfliegenden Blumen, Blütenblätter, Sprenkel, richtig toll. Ja, dann haben wir drinnen hier noch ein Zitat. Da stehen vorne die Triggerwarnungen drin, da muss man vorsichtig sein, dass man sich nicht spoilert. Oh Gott, das fängt ja gleich geil an da. Es fängt an, ich bin gehypt, mit dem Vertrag, den die Schauspielerin hier unterschreiben muss. Das ist so Zufall gesehen. Da mit Unterschrift rein, ich hoffe, ihr seht das alles. Das ist ja wieder ein kreativer Anfang. Also, dass sie dann einen Vertrag als Schauspieler unterzeichnen. Toll. Drinnen war auch so eine Overlay-Page. Auch sehr schön. Gefällt mir wirklich gut. Es ist schon wieder komplett unscharf, ne? So, jetzt. Richtig schön. Ihr wisst, ich bin ja eher Fan von Charakterkarten, weil die kann man sich nachher ins Regal stellen. Aber diese Overlay-Pages finde ich auch schön, ne? Also, why not? Als Goodie dazu. Und hinten haben wir dann schon die Werbung für Band 2 drin. Und der wird ja genauso schön ausschauen. Also, Wahnsinn. Kommt im September. Also, bis September muss ich den ersten hier lesen. Ich will ihn aber schneller lesen. Ja, diese Liebesgeschichte ist noch lange nicht zu Ende. Es geht weiter mit Hayley und Wyatt, mit Damon und Marissa und einer neuen Staffel von Undercurrents. Okay, das heißt, es gibt hier zwei Pärchen. Ich glaube aber, es geht in beiden Teilen um dieses Hauptpärchen weiter. Vielleicht gibt es ein zweites nebenbei oder so. Ach, ich bin mega gespannt. Also, ja, ich muss wirklich, 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 wirklich schnell lesen. Aber ja, zuerst den dritten Teil von One Last und da stütze ich mich da rein. Und das Buch hat unter 400 Seiten, also auch schnell zu schaffen. Und ist bei Reverie erschienen. Also erstens, Bombe, die entwickeln sich richtig toll jetzt weiter mit den Covern und Farbschnitten die letzten Monate. Zweitens bringen die jetzt ja auch Fantasy raus. Es kommt nämlich im Herbst noch mehr Fantasy nach Poison Study, auch noch andere. Und sind bei mir ganz weit nach oben gewandert momentan, der Reverie Verlag. Ich hoffe, die machen weiter so. So, dann ist ein Buch bei mir eingezogen, um das ich so rumgeschlichen bin, also bevor es erschienen ist, immer wieder den Klappentext gelesen, immer wieder, ist das was für mich oder ist das doch nichts für mich? Vielleicht nur als E-Book, Ja, letztendlich ist es jetzt eingezogen und es hat mittlerweile schon ganz, ganz tolle Bewertungen. Es ist ein TikTok-Hype-Buch und ich glaube mittlerweile, ich werde das lieben und ich werde es nicht bereuen, dass ich es als Print mir geholt habe. Nämlich der schon dicke Wälzer für ein Young Adult Romance Buch,
Binding 13 von Chloe Walsh, der erste Teil der Boys of Tommen-Reihe. Das sind momentan 5 Teile, man weiß aber nicht, ob vielleicht auch ein 6. Teil kommt. Und was hier interessant ist, dass der erste und zweite Teil sind ein Pärchen, der dritte und vierte Teil sind noch ein anderes Pärchen und der fünfte Teil ist dann noch ein anderes Pärchen. Also ich denke mal, dass mindestens ein 6. kommen muss, damit alle Pärchen 2 Teile haben, oder? Also ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall sind die schon alle online auch zu finden, dass die auf Deutsch kommen, auch relativ zügig. Und auf Englisch ist der 5. noch nicht erschienen, glaube ich. Also der ist auf jeden Fall der aktuellste Band. Ja, und das Buch ist mega, mega dick. Das hat, glaube ich, knapp 800 Seiten. Ja, 788 Seiten, also Wahnsinn. Und ist Young Adult Romance, aber ich glaube, es werden auch Spice-Szenen vorkommen und trotzdem mit ernsten und dramatischen Themen drin und ganz vielen Auf und Abs, denke ich mal. Ja, er will sie retten, sie will sich verstecken, sie ist zutiefst verletzt, er ist entschlossen, das Schicksal führt sie zusammen, die Liebe verbindet sie. Es geht nämlich um Johnny Kavanagh, der hat alles. Auf dem Rugbyfeld ist er eine Macht, auch wenn er von einer Verletzung geplagt wird, die er ständig ignoriert. Alle wissen, dass er auf dem Weg an die Spitze ist, aber das bedeutet, er darf sich keine Fehler und keine Ablenkungen erlauben. Nicht einmal für das schüchterne neue Mädchen am Tommen College mit den traurigen Augen und den blauen Flecken, die Shannon zu verstecken versucht. Er muss sich konzentrieren, einen kühlen Kopf bewahren und darf sich durch nichts vom Großen und Ganzen ablenken lassen. Doch ehe er sich versieht, hat er nur noch das einsame Mädchen im Kopf. Das Leben war nie leicht für Shannon Lynch. Sie wurde gemobbt und kommt mitten im Schuljahr auf das Tommen College. Dort hofft sie, neu anfangen zu können und bemüht sich verzweifelt, die Dämonen, die sie quälen, zu besiegen. Doch als sie an ihrem ersten Tag den berüchtigten Johnny Kavanagh kennenlernt, gerät ihr Plan, sich unauffällig zu verhalten, in Gefahr. Während die beiden eine komplizierte Freundschaft beginnen und sich der unbestreitbaren Chemie zwischen ihnen stellen, drohen verborgener Schmerz und verworrene Geheimnisse alles zu verderben, aber Johnny wird Shannon nicht aufgeben, egal was es sie beide kosten könnte. Also es beginnt mit einer Freundschaft und wird dann erst mehr, was mich mega angesprochen hat. Und hier geht es auch, soweit ich das mitbekommen habe, um häusliche Gewalt. Also ihre blauen Flecken sind nicht nur von Mobbern, sondern wohl auch ja, aus dem eigenen Zuhause. Und ich denke, es wird sich sehr viel auch um diese Thematik drehen, was ich natürlich interessant und spannend und natürlich auch schlimm zu lesen finde. Aber ich glaube, das Buch wird nicht umsonst zu dick sein. Also es wird sicher um ganz viele Themen rundherum gehen, nicht nur um diese Freundschaft, die zu Liebe wird. Und ich hoffe, es wird ein richtig tolles Buch. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es mega gut wird. Wirklich, ich habe ein richtiges Highlight-Gefühl. Ich hoffe, es ist nicht zu hoch, aber ich habe mich selbst richtig hochgehypt. Das Buch hat richtig dünne Bibelseiten und es ist aus beiden Sichten geschrieben. Sehr geil. Ja, das Cover, ich bin mega froh, das ist rausgekommen bei Adrian und Wimmelbuch Verlag. Die bringen normalerweise auch nur Kinderbücher, aber auch die sind wohl ein neuer Verlag, die jetzt auch mehr was für meinen Geschmack bringen, weil die eben jetzt diese Reihe hier bringen, die sehr toll klingt. Und die bringen auch eine Fantasy-Reihe mit Faye raus. Da kommt der erste Teil jetzt im April. Und auch die interessiert mich und da werde ich den ersten Teil mal holen und bin gespannt, wie der wird. Und ich hoffe mal, dass die vielleicht auch mehr an so Fantasy, Romantasy, Jugendbuch, New Adult Romance einkaufen. Mal sehen. Ja, das Cover, wie gesagt, ich bin so froh, dass der Verlag ein eigenes gemacht hat und nicht das Englische übernommen hat, weil ich finde das Englische echt hässlich. Also alle Englische. Ich finde die ganz grottig und ich finde die viel, viel toller. Ja, wir haben hier natürlich einfach nur, also es ist ähnlich wie beim Englischen, da steht nämlich auch Fat Binding 13 drauf von Chloe Walsh. Aber hier haben wir richtig schöne Farben, dieses Blau-Pink-Farbspritzerverlauf. Der Buchrücken ist pink, ja hinten ist nicht viel und der schöne Farbschnitt, dieser Galaxy-Farbschnitt. Ich finde den passend zum Cover. Richtig toll. Es geht rundherum. Schaut super aus. Also wirklich, wirklich toll. Hier innen, ups, sieht man schon die ersten 3 Teile aufgedruckt, dass die kommen, wie die aussehen werden. Also ich finde die alle cool, die Cover. Also der zweite heißt dann natürlich auch was mit 13, Keeping 13 und der dritte ist Saving 6. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen Sports Romance, ne? Dass hier immer um andere von diesen Rugby-Spielern gehen wird und das werden wahrscheinlich die Nummern am Trikot sein. Also könnte ich mir mal vorstellen. Da haben wir drin stehen Shannon und Johnny, also dieses beide Pärchen, um das geht. Und hier steht noch drin Destined to be together.
Ach Gott, ist das schön mit diesem Galaxy. Also es gefällt mir richtig gut. Also, dass sie das gewählt haben, statt diesen englischen Covern, weil die sind wirklich, finde ich wirklich hässlich. Weil die Seiten sind da mega dünn, da muss man echt aufpassen beim Lesen. Es wird sicher tausende Leserinnen drin haben, wenn ich es gelesen habe. Aber naja, das möchte ich auf jeden Fall nicht als E-Book lesen. Ich möchte es eigentlich, obwohl es echt kleine Schrift, aber eigentlich als Print lesen und da drin markieren und so, weil ich glaube, es wird ein Highlight-Buch, ein ganz besonderes Buch. Naja. Wann ich es lese, ich würde es am liebsten schon gestern lesen, aber es geht sich jetzt im April nicht aus wegen der Leserunde und den anderen Büchern. Und im Mai, der ist auch schon sehr verplant, da steht nicht drin, wann der zweite kommt. Aber der kommt relativ zügig, ich glaube im Sommer. Das heißt, spätestens im Juni muss ich das ganz nach oben schieben. Ich würde es aber am liebsten schon vorlesen. Vielleicht schiebe ich es im April jetzt dazwischen, ich weiß es echt nicht, weil es halt wirklich sehr dick ist. Da will man kein dickes Fantasy parallel lesen. Ne? Also bei so Durchschnittsbüchern okay, aber bei einem 800-Seiten-Buch, da überlege ich halt dann schon, was lese ich da parallel. Ja, aber auf jeden Fall, früher oder später greife ich dazu. Ich bin gehypt, ich will es eigentlich, wie gesagt, schon gestern zur Hand nehmen und ich glaube, es war kein Fehler, es zu kaufen, weil man sich dann freut, wenn man das Buch bzw. die Reihe, wenn es gut geschrieben ist, mit Farbschnitt und so im Regal haben kann, weil ich denke, es könnten ganz tolle Schätzchen sein. Dann ist endlich auch eingezogen und zwar musste ich das mit Click and Collect bestellen, weil es einfach ewig in der Filiale nicht gelegen ist. Ich glaube, es liegt noch immer nicht da. Ich weiß nicht, was da los war, aber zum Glück habe ich das Buch mit Farbschnitt hier. Es ist der dritte und letzte Teil von Dark Sigils von Anna Benning, nämlich Wen das Schicksal betrügt, aus dem Kinder-Jugendbuch Fischer Verlag. Na ja, genau, KJB Fischer. Ja, wir lesen die Bücher ja als Leserunde und wir lesen dieses Buch dann im Juni, nein, schon im Mai, glaube ich. Das heißt, ja, einen Monat und dann fange ich schon an zu lesen und werde dann die Reihe beenden, worauf ich mich sehr freue. Hier geht es ja um die Dark Sigils, um die Protagonistin, wo ich den Namen schon wieder nicht weiß, steht hier hinten nicht. Auf jeden Fall kämpft die halt mit solchen Sigils, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann kommen aber Leute aus der sogenannten Spiegelwelt, die sieht aus wie unsere und ist oben am Himmel, die kommen herunter und holen sie und sagen, sie ist eine der legendären Dark Sigil-Träger. Also das sind ganz spezielle, diese Dark Sigils mit ganz viel Macht und Magie drin. Und sie soll eine von denen werden. Und die beschützen eigentlich so die oberste Könige da oben, kann man sagen, in dieser Welt. Und ja, dann geht es halt nicht nur um Kämpfen, sondern sie verliert auch ihr Herz an einen von diesen Dark Sigil-Träger. Aber das dürfen die nicht. Die dürfen sich untereinander nicht verlieben. Und dann ist alles anders und alles ganz schlimm. Und im zweiten Teil gab es dann auch ganz viele Wendungen. Und also der erste war für mich 5-Sterne-Highlight. Ja, der war richtig toll, die Ideen, der Schreibstil. Der zweite, der hat ein paar Längen drin, das war so ein 4-Sterne-Buch. Und jetzt bin ich gespannt, wie der dritte wird. Ich hoffe, der holt wieder alles raus und wird wieder 5 Sterne abräumen, im Idealfall. Ja, Cover finde ich mega toll. Die schauen ja alle so ähnlich aus mit diesem Mädel und diesen Goldstrichen da drauf. Ich habe jetzt schon Angst, dass die Schrift komplett runtergeht, weil beim zweiten Teil ging es mir ja so. Also ich werde das mega vorsichtig lesen. Weil ich mag das einfach nicht, dass diese Goldfolierung halb runtergeht. Gesicht will schön zeigen, Stil. Und ja, der Farbschnitt ist auch wie die ersten zwei Teile einfarbig, finde ich aber sehr passend zu dem Cover. Ich mag ja einfarbige Buchschnitte. Es müssen nicht immer hunderte Bilder drauf sein, sondern einfarbig finde ich einfach bei diesen hunderten Goldschlieren viel stimmiger. Und es ist ein richtig schöner lila Ton. Also der ist wirklich ganz, 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 ganz toll ist der. Ach Gott, es fokussiert heute alles nur nicht den Buchschnitt, ich verstehe es nicht. Also schaut wirklich mega aus. Und innen haben wir hier wieder, also das schaut immer gleich aus in den Büchern, diese Symbole. Ich glaube, viel mehr ist da nicht drin. Ja, es ist immer gleich. So sieht es aus. Aber sehr schön, sehr schöner lila Ton, gefällt mir echt gut. Ja, und wir werden die Reihe eben dann zügig, wir werden das Buch schnell lesen, die Reihe zügig abschließen und ich kann euch dann ein Reihenfazit geben, wie ich die Reihe gesamt bewerten würde und wie ich diesen dritten Teil so finde. Ich bin mega, mega gespannt, ich lese da hinten nichts, ich will mich nicht spoilern und ja, das Ende von Band 2 war auf jeden Fall offen, also man ist schon gespannt drauf, wie das Ganze weiter und ausgeht. Ja, dann ist auch der zweite Teil von Belladonna eingezogen, nämlich Foxglove von Adeline Grace aus dem Ars Edition Verlag, Das Begehren des Todes. Ja, wie ich den ersten fand, habt ihr im Lesemonat schon gehört.
Wenn nicht, dann schaut gerne im Lesemonat vorbei, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Video, da erzähle ich alles zu Band 1 und wie ich es bewertet habe. Ich kann ja nur so viel dazu sagen, es war ja eher so mittel für mich, also der Hype ist nicht wirklich real für mich. Trotzdem lese ich die Reihe weiter und musste natürlich das Buch gleich wegen dem Buchschnitt holen. Der zweite soll aber besser sein als der erste und ich hoffe, dass es mich mehr überzeugen kann. Es ist wieder recht dünn und ich denke, dass ich das auch schnell durch sein werde. Ich weiß aber noch nicht genau, wann ich es dann lese. Kann ich noch nicht sagen. Das Buch hat 400 Seiten. Hier geht es um Signa, die vom Tod berührt ist und die... ja, deshalb selbst nicht sterben kann und sie kann sich mit Belladonna-Bären vergiften, um dann mit dem Tod zu kommunizieren und ihm nahe zu kommen. Und im Laufe von Band 1, ja, kommen die beiden sich auch näher, nicht nur in Gesprächen. Und sie kommt dann auf so ein Herrenhaus von einem Cousin von ihr und dort gibt's aber ja mysteriöse Todesfälle und sie hilft halt mit bei der Aufklärung. Also es ist so ein Kriminalfall mit Regency Romance gepaart mit diesem Todes-Fantasy-Element. Ja, von der Idee cool, aber der Krimi-Fall war halt langweilig. Für mich. Ja, also ich hatte mir viel mehr erwartet von dem Buch, aber trotzdem lese ich eben weiter. Ich finde diesen Teil echt toll gestaltet. Wir haben hier Signa von diesen Foxglove-Blumen. Also es wird wohl diesmal um diese Giftpflanze hier gehen, nicht mehr so um die Belladonna-Bären. Ich bin gespannt. Es sieht auch echt rundherum schön aus. Und der Farbschnitt hat halt auch die gleichen Blüten drauf. Echt toll. So, was ist da innen noch drin? Ja, innen haben die auch schon gestaltet. Das sieht ähnlich aus wie beim ersten, nur war es beim ersten halt in lila. Ja, hier genau gleich, auch wieder jetzt in rot, nicht in lila, auch mit Zitat. Was steht da drin? Signa Pharaoh, solange du mich haben willst, gehörst du mir. Das ist wahrscheinlich ein Aus vom Tod dann, ne? Eine Aussage. Da heißt es in der zweite Band. Ich finde es cool, dass der zweite so kurz nach dem ersten gekommen ist. Andererseits hat man dann diesen Druck, möglichst schnell den ersten zu lesen, dass man den zweiten nicht blind kaufen muss. Ich hasse das ja, weil man will ja den Buchschnitt haben. Also mir ist eigentlich lieber, wenn ein paar Monate dazwischen sind. Aber ja, jetzt ist es hier und... ja, wie gesagt, ich hoffe, es wird mich etwas mehr überzeugen als der erste und dass der Tod viel vorkommt. Und am Ende von Band 1 kam auch ein neuer Charakter vor, der wohl hier dann relevant wird. Ich bin gespannt. Ja, aber ein Augenschmaus ist es auf jeden Fall. Dann ist das einzige Buch ohne Buchschnitt bei mir eingezogen. Echt schlimm. Nämlich das neue Buch und somit auch der neue Reinstart von Morgan Mokomble. Ich liebe die Autorin, ja. Nämlich Fall to Forgive im Lux Verlag. Ich muss sagen, ich finde die Cover jetzt nicht sehr schön. Vor allem die englischen Covers sehen echt cool aus. Warum haben sie die nicht übernommen oder ähnliche gemacht? Ich verstehe es nicht ganz. Beim Lux Verlag, die machen ja so tolle, schöne Cover. Warum die bei der Morgan Mokomble so fade Cover machen, weil die Bücher sind wirklich gut. Ich kann es euch sehr empfehlen. Der schreibt die Klasse, die Frau schreibt toll die Charaktere, authentisch, realistisch. Die schreibt sowohl Witz und Charme rein, als auch Ernsthaftigkeit. Ganz tolle Worte, also ich liebe die echt, ja. Also ich will alles von der lesen. Und ich habe noch ein Buch am Sub, das will ich jetzt im April endlich schaffen von ihr. Dann bin ich up to date und kann diese Reihe jederzeit starten, weil das ist jetzt eine vierteilige Reihe mit den vier Jahreszeiten. Hier Fall to Forgive geht es um den Herbst, ne? Und das finde ich mega cool. Hier geht es darum, ich werde alles tun, damit du mir verzeihst, ganz gleich wie lang es dauert. Nach einer schweren Zeit an der Highschool wollte Camelia endlich einen Neustart an der Universität von Edinburgh wagen, bis Lou plötzlich wieder in ihr Leben tritt. Ausgerechnet er soll Rory Cavendish getötet haben, seinen besten Freund und Camelias ehemaligen Peiniger. Obwohl auch Lou zu der Gruppe gehört, die Camelias Schulzeit zur Hölle gemacht hat, ist er dennoch diese unerklärliche Anziehung, die schon immer zwischen ihnen war. Deshalb stimmt die Jurastudentin zu, ihm zu helfen, seine Unschuld zu beweisen. Doch Camelia weiß nicht, ob sie ihm wirklich vertrauen kann. Zu groß ist die Angst, dass er sie erneut hintergeht und damit ihr Herz bricht. Also echt eine ernste Thematik. Es geht hier um Mord und er ist der eventuelle Mörder. Sie will ihm trotzdem helfen, die Unschuld zu beweisen, obwohl es auch eine Highschool-Bully-Romance war oder ist. Weil er auch einer ihrer Mobber war. Also das finde ich so spannend, weil ich glaube, viele Autoren würden das dann übertrieben schreiben oder too much.
unglaubwürdig oder so, aber die Morgan McCombat, die hat's drauf und die wird das richtig gut schreiben, dass man versteht, warum sie zu ihrem Peiniger trotzdem Gefühle entwickelt. Die kann das. Also ich traue ihr das hundertprozentig zu. Und ja, zum Aussehen des Buchs braucht man eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich finde die Idee, dass das hier nicht Silber oder Gold, sondern in so einem Blauschiller ist, jetzt seht ihr es gut, richtig cool. Also das ist so einem Eisblau, das finde ich toll. Aber warum auf so einem komischen Rosaton? Also Blau und Rosa ist jetzt nicht das beste Match. Auf einem gelben oder schwarzen Cover wäre das ja geil, ne? Oder von mir aus auf einem weißen, aber naja. Ja, hier haben wir es auch nochmal. Buchschnitt hat es keinen. Innen haben wir ein Zitat drin. Was steht da? Ich spiele nicht Camellia. Das Einzige, was ich aufs Spiel setze, ist mein Herz. Nimm es, wenn du es willst. Es gehört dir. Und hinten sieht man schon die ganze Reihe. Ich hoffe, ihr seht das. Ja. Und da stehen auch schon die Daten, wann die rauskommen. Es kommt nämlich A Spring to Hope am 29.11. Zuerst kommt A Winter to Resist am 26.07. schon. Okay, da muss ich ja schnell sein. Dann A Spring to Hope am 29.11. und A Summer to Remember am 28.03. Also 3 von 4 Büchern kommen noch dieses Jahr und das letzte dann schon im März nächsten Jahres, also genau in einem Jahr. Finde ich geil, weil da hat man alle paar Monate ein neues Buch von Morgan McCombe. Und ich möchte wirklich nicht, dass die sich türmen bei mir, sondern ich möchte, dass ich die zeitnah lese. Und drinnen in der Erstauflage, deswegen wollte ich es auch gleich kaufen, war ein Charakteraufsteller. Den habe ich noch nicht zusammengebaut, das kann ich mit euch gemeinsam jetzt schnell machen. Und zwar, das sieht ja zuerst mal wie eine normale Charakterkarte aus, aber das trennt man raus und kann das dann aufstellen. Ich mache das jetzt schnell. So, sieht das Ganze fertig aus. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Es ist nämlich sehr dünn und filigran. Ich werde das so ins Regal stellen, aber wenn ich da dann, wenn es dann wärmer ist, die Fenster offen habe, dann fliegt mir der weg. Also, das müsste entweder aus richtig festem Material sein, aus schwerem Material, oder ich finde dann Karten besser, die kann man in Bilderrahmen tun. Aber es ist mal eine nette andere Idee. Ja, wenn es stehen würde, ne? Befürchte, ich habe das komplett falsch gemacht. Das ist Schrott. Das ist wirklich Schrott. So, jetzt bin ich sauer, weil ich habe mir deswegen dem Aufsteller gleich gekauft. Das ist kompletter Schrott. Also ich bin wirklich jetzt gerade sauer, weil ich habe mir das ja wegen diesem Aufsteller gekauft. Das Ding steht nicht. Ich habe es jetzt mal zur Seite gelegt, bevor ich einen Wutanfall bekomme. Und ich werde das dann meinem Freund zeigen, ob der das irgendwie schafft hinzubiegen, wie man das aufbauen soll. Es ist nämlich auch keine Anleitung dabei. Ich meine, gut, das besteht aus 3 Teilen. Aber ich habe es jetzt so gesteckt, wie mir, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Es steht nicht, es fällt auf jeden Fall um. Egal, ich freue mich mega auf das Buch. Und ja, ich weiß nicht, wann ich es lese, aber ich muss zuerst das andere Buch der Autorin lesen und dann bin ich bereit dafür. Ich freue mich schon sehr drauf, aber das mit dem Aufsteller, bitte sowas entweder so reinmachen, dass das wirklich anständiges Material ist, was hält, oder bitte einfach eine Karte rein. Dann ist ein Buch bei mir eingezogen, das ich schon gelesen habe. Es ist nämlich am gleichen Tag eingezogen, wo ich begonnen habe zu lesen. Ihr habt meine Meinung und Bewertung alles im Lesemonat gehört für den März. Also schaut gerne beim Video rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Deswegen sage ich jetzt in dem Video gar nicht so viel zum Inhalt. Nämlich Vienna Blinding Lights von Lara Holthaus aus dem Carlsen Verlag ist eingezogen. Ja, hier geht es um Livia, die lebt in der Wiener High Society. Sie ist ein It-Girl, bekannt, sie hat Social Media und Co. ganz, was weiß ich, wie viele Follower. Und ihr Vater lernt eine neue Frau kennen. Die ziehen dann bei ihnen ein, obwohl ihr das gar nicht passt. Und die Frau bringt auch noch einen Sohn im Alter mit. Die hat so einen, ich glaube, der war auch 24 oder so, Typ im Gepäck, was ihr Sohn ist. Der heißt Nick und der zieht mit ein. Und das passt der Livia gar nicht und sie will ihn eigentlich rausekeln. Aber dann sieht Nick hinter Livias Fassade, die sie vor allem aufsetzt und erkennt halt sie und dass sie viel mehr ist, als sie tut und als den Anschein macht. Und die beiden kommen sich dann näher. Es ist also eine High-Society-Geschichte mit Alkohol, Drogen, Affären. Es gibt viele Themen, die da aufgedeckt werden drin und es ist eine Stiefbruder-Story, Forbidden-Love-Story drin. Und mehr dazu, wie gesagt, im Lesemonat. Zum Aussehen des Buchs, ich finde es echt schön. Mir gefällt es sehr gut. Ich finde nämlich, dass dieser
ja, diese Farbe am Cover plus diese schwarzen Ranken schauen sehr, sehr edel aus, sehr schön. Also wirklich, die Ranken ziehen sich übers Ganze und der Farbschnitt ist einfach schwarz. Was ich auch sehr passend für das eher schlichte Cover finde, dass der Farbschnitt einfärbig ist. Und beim zweiten Buch, da wird das Buch schwarz sein und der Farbschnitt wird so einen Glanz drauf haben. Ich bin mal gespannt, wie das in echt aussehen wird. Hier innen sieht man schon, wie der zweite dann aussieht. Da habt ihr von Wien eine Karte, aber es ist nur ein Ausschnitt von Wien und es sind jetzt nicht wirklich viele Sachen da drauf. Also ich kann euch gleich sagen, das ist jetzt nicht wirklich relatable für eine echte Wien-Karte oder so. Aber ja, es sind halt ein paar Orte drauf, wo die dann auch spielen. Und hinten ist dann komischerweise kein Zitat, sondern so eine Meinung zum Buch drin. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich hätte es besser gefunden, wenn da ein Zitat vom Buch ist, aber naja, persönliche Präferenz. Und ja, wie gesagt, alles andere drumherum habe ich euch schon erzählt im Lesemonat, also schaut gerne da vorbei. Dann ist ein Buch bei mir eingezogen, wo ich ein Highlight-Gefühl habe. Ich habe es schon in ein paar Videos gesagt, dass ich total gehypt bin auf das Buch. Ich denke, es wird ein Highlight werden. Ich hoffe, ich habe nicht zu hohe Erwartungen. Ich bin sehr, sehr gehypt, wie gesagt. Und es ist auch noch wunderschön. Nämlich ist eingezogen Curious Tides von Pascal Lasselle aus dem Fischer Jugendbuchverlag. Und ich freue mich so auf das Buch. Ich weiß nicht, wann ich es lese, weil es auch sehr dick ist, wann ich das lesen kann. Also frühestens im Mai. Ja, also im April wird es nichts. Aber ich bin so gehypt, ich würde es auch am liebsten schon gestern anfangen. Wirklich, ich würde es am liebsten jetzt sofort aufschlagen und losstarten. Und deswegen will ich es nicht lange am Sub lassen, weil meistens habe ich dieses Gefühl nur in den ersten paar Wochen. Und dann erscheinen neue Bücher und bla bla bla. Und das will ich auf keinen Fall bei dem Buch. Ich will das zeitnah lesen. Es wird auch ein zweiter Teil kommen. Ich glaube, insgesamt soll es eine Trilogie werden. Auf Englisch ist aber der zweite auch noch nicht erschienen. Und hier geht es darum, nämlich um Emory, die war bisher höchstens eine mittelmäßige Heilerin und dass sie einen Platz am renommierten Aldrin College für Mondmagie ergattert hat, verdankt sie allein ihrer besten Freundin Romy. Romy war immer die mächtigere Magierin, die klügere, die hübschere, der niemand widerstehen konnte, doch nun ist Romy tot. Ertrunken in einer Meereshöhle bei einer dummen Mutprobe zusammen mit 7 anderen Erstsemestern. Nur Emory hat überlebt und seither hat sich ihre Magie in etwas Mächtiges, Dunkles verwandelt. Niemand darf je davon erfahren, aber die Blicke des undurchschaubaren Kieran treffen Emory mitten ins Herz. Ahnt er etwas? Ein Roman wie eine Flutwelle steht noch drunter. Oh mein Gott, für mich klingt das so düster und so geil. Es ist Dark Academia wohl, teilweise an einer Schule für Mondmagie. Es geht hier um Magie. Es ist High Fantasy, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass es auf unserer Welt spielt, keine Ahnung. Und dann beginnt das einfach, dass die beste Freundin ertrinkt mit anderen Leuten und ihre Magie ist plötzlich stärker und düster. Come on! Ich meine, wie krank klingt das? Das klingt wirklich nach Dark Academia, Magie, Mondmagie eben auch so ein bisschen spirituell eventuell angehaucht und sehr düster und morbid. Ich hoffe es sehr. Ja, also absolut für mich. Der Klappentext ist auf jeden Fall, trifft mich mit ins Herz, will ich sofort haben, will ich sofort lesen. Und ja, das Buch selber ist auch so schön. Ich lieb's, wie das aussieht. Ich lieb's einfach. Schaut euch das an, wie filigran diese Wellen da aussehen. Diese Hand da, wo die ertrinkt, ne? Die ersauft da, um es jetzt mal so zu sagen. Dann diese schöne Schrift und da oben die Mondzyklen über der Sonne. Wow, einfach wow. Und sehr düster, sehr viel Schwarzanteil. Gefällt mir richtig gut. Da hinten auch die Mondphasen und auch dieser Buchschnitt mit den Wellen, auch in dem gleichen Blauton. Ultraschön. Ultraschön. Also wirklich für mich eine 10 von 10, ne, an der Gestaltung. Ich finde das klasse. Dann haben wir hier innen, es wird Dark Academia, ich weiß es, haben wir von diesem College eine Karte drin. Toll. Was ist da noch drin? Aha, dann werden hier die Mondhäuser drinnen erklärt. Da gibt es wohl verschiedene da. Und dann geht's los. Und es gibt, das Buch ist unterteilt in so schwarze Seiten. Da erster Teil und ja mehrere solche Teile. Aha, und hinten ist eine andere Karte. Geil.
Aldermeer, die Konstellation-Inseln. Okay, das, am Anfang ist nur vom College und das hier ist jetzt eine Karte. Ah, ich hoffe, ihr seht das. Eine Karte von der kompletten Insel und dem Meer rundherum. Geil. Also es wird hoffentlich schon komplexer werden, auch das Worldbuilding, alles rundherum, das Magiesystem. Ja, Band 2 geht's weiter, steht da, Stranger Skies wird das heißen. Weil das auf Deutsch kommt, ist noch nicht öffentlich. Ich hoffe, dass wir es bald erfahren. Ja, also das wirklich absolut ganz weit vorn bei meiner Will-ich-bald-lesen-Liste drauf. Also ich bin total gehypt und ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes, starkes Gefühl bei dem Buch. Jetzt muss nur noch der Schreibstil mitmachen. Ich glaube, es ist das Debüt des Autoren. Und es ist leider in der dritten Person geschrieben. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen an Dämpfer gibt. Aber ich hoffe, dass das einfach die Story rausreißt. Dass ich dann trotzdem total gehypt bin drauf und total das fühlen kann, was die Protagonistin fühlt, trotz dessen. Ja, und das letzte Buch für dieses Video ist erst in den letzten Märztagen bei mir eingezogen. Das habe ich nur bekommen, weil es bei meinem Thalia plötzlich da war. Ich bin sofort hingerast und die hatten gar nicht noch die Lieferung da, nur jemand hat sich's bestellt gehabt und wollte es dann doch nicht. Und deswegen hat die ein Exemplar da und das konnte ich dann kaufen. Richtig geil. Weil da haben die auch, ich weiß nicht, was los ist in letzter Zeit, die Bücher, obwohl der Erscheinungstermin schon war, waren noch immer nicht da. Und noch ein Buch habe ich noch nicht jetzt hier. Das wird dann erst jetzt im April einziehen und ist dann beim nächsten Video dabei, nämlich Black Witch Band 1. Angeblich haben das zu viele vorbestellt, die kommen im Drucken nicht nach. Ich habe es noch nicht. Ja, und Wangens ist das Buch, um das jetzt geht, nämlich von Ruby Brown, Academy of Dream Analysis Band 1 aus dem Forever Verlag. Das werden zwei Teile werden, ich glaube beide mit dem gleichen Pärchen, mit der gleichen Story, ongoing. Und das ist Urban Fantasy. Und zwar geht es hier darum, wer träumt, sündigt, wer nicht träumt, stirbt. Willkommen an der Academy of Dream Analysis. Nemesis von Winter kommt aus einer Familie voller Traumwandler. Sie soll an der Academy of Dream Analysis im hohen Norden Finnlands zu einer Luziden ausgebildet werden, um durch Träume die Wirklichkeit zu beeinflussen. An der Akademie lernt sie Mercy kennen, den Neffen der Direktorin, in dessen Träumen sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihr Herz verliert. Doch was niemand ahnt, eigentlich ist sie an der Akademie, um den Tod ihres Bruders zu rächen. Sie weiß, die Direktorin ist dafür verantwortlich. Nichts steht mehr in ihrem Weg, wäre da nicht Mercy, der zu ihrem Gegenspieler wird. Alles an dem Klappentext catcht mich, dass es in Finnland ist, dass es um Träume und Träumwandlern geht und eine Akademiegeschichte ist auch noch. Also das schreit Highlight für mich. Es schreit Highlight und ich bin total gespannt und gehypt drauf. Das Aussehen ist auch mega, mega toll. Richtig toll vom Forever Verlag. Die Mondblumen und diese Motten. Ich finde das mit diesem Dreieck drüber, dass es links und rechts schwarz ist und nur in der Mitte die Farbe quasi, finde ich mega cool. Dann dieser Goldton ist toll gewählt. Auch hier der Buchrücken. Und hier auch ganz cool, auch beim Klappentext, dieses Dreieck, wo der Text im Dreieck da immer kleiner wird, finde ich toll. Dann hat es einen Buchschnitt leider oben und unten nicht, finde ich aber bei dem Buchschnitt nicht so schlimm, weil es ist ja auf weiß nur Sachen aufgedruckt, also kein Farb. Sticker, also bei Ravensburger macht das ja manchmal, da ist nur die eine Seite und da sieht das drauf wie aufgeklebt. Hier geht's aber, weil wir haben den Hintergrund ja trotzdem weiß, das heißt nicht plötzlich hier oben Kante, sondern einfach ein paar Blumen und Motten drauf und sehr passend halt zum Cover, finde ich sehr schön. Ja, hier drinnen sehen wir dann ein Bild von diesem, von dieser Akademie, richtig schön. Und hinten ist dann schon Werbung für Teil 2, der wird ja auch ganz toll aussehen. Also wow, der wird dann in so lila Pinktönen wunderschön sein. Auch der Buchschnitt, toll. Ja, also ich freue mich sehr darauf. Der zweite kommt im Herbst dann, ich glaube September. Aber ich möchte das sehr schnell lesen, eventuell auch innerhalb der nächsten 2 Monate schon, wenn sich's ausgeht. Also ich möchte nicht bis Sommer oder gar Herbst warten, weil ich absolut gehypt bin. Und ich Bock habe mal wieder auf dieses Traumthema. Das hatte ich schon sehr lange nicht in irgendeinem Buch drin. Und ich finde, daraus kann man ganz, ganz viel auch machen. Und deswegen bin ich gespannt, was die Ruby Brown gemacht hat daraus. Ich glaube, es ist ihr erstes Buch, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich bin gespannt auf den Schreibstil.
Das ist in der Ich-Perspektive aus beiden Protagonisten geschrieben. Also auch da bin ich sehr froh drüber und freue mich schon sehr. Ja, und da habt ihr sie nochmal, der 10 Bücher hohe Stapel, meine Neuzugänge im März. Es ist mehr geworden als geplant. Ich hoffe, im April eskaliere ich dann nicht mehr so, dass ich zumindest unter 10 bleibe. Mal sehen. Ich glaube, es erscheint etwas weniger. Im März war es halt richtig viel, im Februar und im März, was da so erschienen ist für meinen Geschmack. Ja, aber ich freue mich auf jedes einzelne der Bücher total. Wie könnte es anders sein? Ich bin total gehypt drauf. Ja, und das war's mit meinen Neuzugängen für den Märzmonat. Habt ihr schon eins oder mehrere der Bücher gelesen, dann schreibt es unten in die Kommentare mir unbedingt rein und wie ihr sie fandet. Und sind auch welche der Bücher bei euch eingezogen, wenn ja welche. Und schreibt mir generell, wie lief euer Monat kauftechnisch. Wie viele Bücher sind bei euch eingezogen, wie viele habt ihr gelesen, welche sind bei euch eingezogen. Ich freue mich wie immer auf Austausch und Rückmeldungen mit und von euch. Umgekehrt, egal. Ich danke euch sehr fürs Zusehen bei diesem Neuzugänge-Video für den März und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder mit ein. Das würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüssi! Never break, always fight, never quit, do it right.